Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 401 in Ederwächterdamm sind am Freitagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 10.15 Uhr waren im Kreuzungsbereich Edamer Straße B401 Alteneuter Straße ein Taxi und ein blauer Suzuki kollidiert. Die Verletzten, eine 75-jährige Frau aus Bad Zwischenahn und der 49-jährige Ostrauderfehner Fahrgast des Taxi, wurden ins Westerstedter Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben wollte ein älteres Ehepaar aus Bad Zwischenahn mit seinem PKW von der Edamer Straße aus die Kreuzung geradeaus in Richtung Alteneuter Straße überqueren. Da jedoch am Vormittag erneut die Ampelanlage an der Kreuzung ausgeschaltet war, tastete sich die 75-jährige Fahrerin hinter einem abbiegenden LKW langsam in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei übersah sie das von links aus Oldenburger Richtung kommende vorfahrtsberechtigte Taxi, das die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der 57-jährige Ostrauderfehner Taxifahrer blieb unverletzt, wie auch der 78-jährige Ehemann und Beifahrer der verletzten 75-jährigen Bad Zwischenahnerin. Nach Auskunft der Straßenmeisterei wurde die Ampelanlage am Donnerstag und Freitag von 8 bis ca. 15 Uhr ausgeschaltet, da aufgrund von einigen Schadstellen die Fahrbahn der B401 im Kreuzungsbereich punktuell neu asphaltiert wurde. Die Bundesstraße 401 musste nicht gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Schaden an dem Taxi nach erster Einschätzung auf rund 8.000 Euro und an dem Suzuki auf ca. 5.000 Euro.